Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Bard's Tale, den Remaster der Trilogie. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind hier in der Kanalisation Stufe 1 immer noch und da wollen wir uns jetzt mal weiter umschauen. Können wir zum Beispiel mal hier reingehen? Ich glaube, ist das gerade laut auf meinen Ohren? Ich glaube nicht, dass wir hier noch irgendwelche besonderen Probleme. Probleme kriegen werden. Also irgendwie kann ich mir das jetzt nicht so wirklich vorstellen. Machen Fernangriff. So. Und Fallen entschärfen. Hat auch geklappt. Wir finden einen nicht identifizierten Handschuh. Wenn wir Pech haben, ist es ein ganz normaler Panzerhandschuh oder Lederhandschuh, das wir eh schon haben. Wenn wir Glück haben, wäre das aber ein... nicht den hier. Ein... vielleicht mit Drillhandschuh? Ist nur ein Panzerhandschuh. Das haben wir schon zuhauf. Okay. In dem Fall sind wir hier fertig. Gehen wir wieder hierher. Und ich hätte gesagt, wir schauen mal hier runter. Da waren wir noch nicht. Da waren wir, keine Ahnung, jetzt waren wir auf jeden Fall schon drin. Da waren wir auch noch nicht drin. Ist aber auch nicht wirklich was sehr interessant. Hoppla. Sehr dingsen. Dings, was wir noch nicht hatten. So. Wir gehen mal kurz hier rein. Da ist auch nichts drin. Da waren wir auch noch nicht gewesen. Kurz reinschauen. Wo sind wir? Wir bleiben mal hier oben. Da ist nichts. Oh, da geht es tatsächlich mal weiter hier. Okay, das lassen wir dann mal. Dann will ich aber erst einmal hier rein. Da ist nichts. Okay. Dann würde ich mal umdrehen, hier hochgehen, weil da waren wir auch noch nicht drin. Und da kann nicht mehr allzu viel sein, bevor wir jetzt hier irgendwie im Süden hier weitermachen. Und dann irgendwann mal nach oben umdrehen müssen. In der Nähe ist eine Falle. Ja, das ist die Falle hier. Gar keine Gegner in den Räumen drin? Finde ich irgendwie sehr, sehr verblüffend. Da müssen wir noch rein. Sollen wir das mal machen, sonst vergesse ich das nur wieder. Soweit ist das Ding ja jetzt auch nicht entfernt. Bin ich hier noch richtig? Nein, da bin ich schon wieder falsch. Hoppala. Das müsste der Raum dann gewesen sein. Hier ist eine Truhe. Liana entdeckt eine Falle. Klingen. Erfolg. Sehr schön. Und ein mit Drillschild. Das sieht schon mal besser aus. Du hattest, glaube ich, das mit Drillschild schon drinnen. Idria, du hattest, glaube ich, nur ein Buckelschild. Konntest du auch... Mit Drillschilde kannst du nicht einsetzen. Paladin, Gauner, Bade und... ja. Jäger, dann kommt der Turmschild hier mal weg. Ja, dann kriegst du den Schild hier an. Auch schon mal eine Rüstungsklasse besser. Auch nicht schlecht. So. Gefällt mir. Das hat sich gelohnt. Das hat sich meiner Meinung nach gelohnt. So, dann... hoppla. Ich glaube, wenn wir jetzt hier weiter nach Norden gehen, dann kommen wir hier unten hin. Genau. Moment. Das Feld waren wir noch nicht. Da waren wir auch noch nicht. Und in den Raum waren wir auch noch nicht drin. Ich denke, wir kriegen das hin.
So, Feinde angreifen, die Barbaren, 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 Barbaren. Fernangriff auf die Jademönche. Zauberwirken. Nee, du machst Verteidigung und du wirkst einen Zauber. Und zwar mit Sternfackeln auf die Wölfe. So. Bei Orael will ich mir lieber noch, gerade wenn die Dings wieder ausgeht, ja, will ich mir doch nochmal sparen. Mana sparen, dass wir wieder zaubern können. Oder halt die Heilungs machen können. Wieder eine neue Heilung auf unsere machen können. So, was haben wir denn jetzt noch? Wir haben immer noch 4 Barbaren. Dann mach du auch mal das hier. Verteidige und du wirkst nochmal einen Zauber. Ja, auf die Wölfe hier. So. Sehr schön. Und immer noch 2 Barbaren. Aber das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Und weg sind sie. Entschärfen hat auch Erfolg gemacht. 2235 Goldstücke. Nicht schlecht. So, damit sind wir jetzt hier fertig. Hier sind wir überall fertig. Da sind wir fertig. Dann geht es jetzt mal hier weiter. So, da haben wir ja, die Wände hier sind sehr häufig mit einer Art Schleim verschmiert. Genau, haben wir eigentlich auch. Nee, haben wir nicht. Ich dachte, vielleicht hätten wir jetzt auch noch eine Fackel oder so. Aber das haben wir nicht. Das heißt, wir müssen es ganz normal hier weitermachen. Gehen wir mal hier rein. Vergiftet. Aber gegen Gift können wir ja was machen. Nochmal vergiftet. Also, Liana wird eigentlich ja ganz gerne vergiftet, habe ich einen Eindruck. So, entschärfen. Giftnadel, Erfolg. Nicht identifizierte Waffe, das können wir doch gleich mal anschauen. Aber erst einmal wollen wir die Heilung machen auf Liana. Dann scannen sie ja. Gegenstand identifizieren. Natürlich den richtigen noch raussuchen. Hehe. Die Waffe hier. Wir haben nur einen ganz normalen Stab rausbekommen. Warum wir den aber nicht vorher rausgekriegt haben? Naja, gut. So ist es halt. Mutig kämpfen. Angriff auf den Söldner. Auf den Söldner, auf den Söldner, auf den Söldner. Fernangriff auf den Verwandler. Zauberwirken. Kriegsschlag. Nee, das geht nicht. Verteidigen. Zauberwirken auf die Hexer so rum. So machen wir das mal. Die Verwandler, das sollte kein Problem mehr sein. Perfekt. Mithril-Kette. Was waren die Mithril-Kette nochmal? Ach, das war Ausrüstung für Krieger, Paladin, Barde oder Jäger oder Mönch. Paladin bringt es nichts mehr, Jäger bringt es in dem Fall nichts mehr. Mönch. Ich glaube, Mönch haben wir schon eine Mithril-Kette an. Dann schauen wir noch den Barden an. Beziehungsweise unser Mönch hier. Mithril-Kette an. Dann ist es höchstens noch für dich interessant. Mithril-Kette. Ah ja. Schuppenpanzer. Es ist eigentlich genau. Es macht eigentlich keinen Unterschied, aber ich finde. So ein Mithril-Kette hört sich einfach. Also, Mithril-Kette und die.
Schuppenpanzer, das macht keinen Unterschied. Aber es hört sich jetzt viel besser an, wenn wir jetzt auch mit Mithril ausgestattet sind. So. Hier sind wir fertig. Dann müssen wir hier wieder zurück. Hier hoch. Da ist nichts mehr. Und hier waren wir schon. Nein, hier waren wir noch nicht. Dann lasst uns mal kurz in diesen Raum gehen. Da ist nichts drin. Und hier geht es eigentlich auch weiter. Wir gehen mal an den Raum vorbei. Und hier müssten wir schon gewesen sein, wenn ich es richtig sehe. Ja, dann... Oh. Und wir hatten noch was. Das Wasser der Kanalisation scheint hier sehr warm zu sein. Keine Ahnung, ob das jetzt wichtig ist, ob das uns irgendwie was Wichtiges sagt oder... Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... Auf jeden Fall haben wir diese Textnachricht hier. Und ich finde es trotzdem klasse. Wir kriegen, wie es aussieht... Wir kriegen, wie es aussieht, diesen Dungeon hier fertig. 8 Halborgs. Und wir haben schon wieder 39.000 Gold. Also das geht, also Gold kriegt man hier doch in dem Spiel relativ viel, wenn man denkt... Ich glaube, 30.000 oder irgend sowas haben wir ja noch auf der Bank, also. Mach du mal die Halborgs. Du gehst auf die Nomaden. Du machst auch einen Angriff auf die Nomaden und ja. So. Ich bin ja mal gespannt, was uns erwartet in Level 2. Ob wir dann weiterhin in der Kanalisation sind. Ob wir dann weiterhin in der Kanalisation sind oder ob wir dann in einen anderen Dungeon sind. Bin mal gespannt. Und normale Roben. Und wir haben einen Klassenaufstieg. Halt, da wollte ich... Doch, da wollte ich hin. Rüste mal aus. Die Pfeile wieder. So, dann hierher. Nochmal auf die Karte geschaut. Dann sind wir hier fertig. Hoch. Was ist jetzt passiert? Wir haben uns hier verirrt. Wenn es das nächste Mal passiert, sollten wir Wahrsagestätte benutzen. Okay. Wahrsagestätte haben wir ja. Ah ja. Okay, da oben sind wir. Also da haben wir irgendwie so eine Art, keine Ahnung, wie heißt es, ein Verwirrungszauber oder wie auch immer. So, dann gehen wir nochmal hier rein. Dann schauen wir uns diesen kleinen Raum noch an. So, mutig weiterkämpfen. 3 Spinnen haben wir noch. Und wir bekommen Geld und Erfahrung. Und ansonsten nichts hier. Gut. Ja, dann geht's noch hier. Haben wir nur noch eigentlich diesen Teil hier? Lass uns mal hier reingehen.
So, mutig kämpfen wir, greifen an. Das Skelett. Fernangriff auf die Beschwörer. Zauberwirken. Nee, der hat nur 20. Nee, verteidigen. Zauberwirken der Sternenfackel auf die Beschwörer. So. Das ging jetzt schnell. Und wir haben wieder einen dunklen Raum erreicht. Und es kann sein, dass gleich Post kommt. Und ansonsten haben wir hier nichts drin. Okay. Wie sieht's denn aus? Da unten geht's noch weiter. Da geht's noch weiter. Gehen wir mal hierher. Okay. Die Tür ist ja cool. Nee, anscheinend klingelt es nicht gleich. Ich dachte, es müsste gleich klingeln, aber anscheinend habe ich mich da geirrt. So, was haben wir noch? Wir haben noch Hunde. Und einmal entschärfen mit Erfolg. Ein Schuppenpanzer. Okay. Und da steht noch irgendwas. Eine Inschrift an der Wand lautet: Golems bestehen aus Stein. Keine Ahnung, ob das jetzt wichtig ist oder auch nicht. So, jetzt haben wir hier unten noch was. Da müssen wir hier nochmal rein. Einmal entschärfen. Hoppala. So, da ist aber nichts drin. Was sagt unsere Karte? Wir müssen nochmal komplett hier außen rum. Weil hier noch was gewesen ist. Dann brauchen wir einen Fallenfix. Können wir nochmal hierher gehen und ich glaube, wenn ich es jetzt so richtig gesehen habe, müssten wir jetzt draußen sein wieder. Lasst uns mal kurz auf die Karte schauen. Ich würde sagen, Kanalisation Level 1 ist fertig. Dann könnten wir vielleicht nochmal rausgehen, weil wir haben relativ viel Stufen, wo wir aufsteigen können. Jetzt muss ich kurz mal schauen. Hatten wir nicht irgendwo Gebiet verzaubern? Dungeonwände von 30 Fuß, Treppe rufen. Na, den Zauberfall habe ich jetzt nicht verstanden. Der heißt doch eigentlich: Dieser Zauber sorgt dafür, dass die Dungeonwände innerhalb von 30 Fuß rings um eine Treppe, wenn die Truppe sich darauf zubewegt. Das ist die Dungeonwände innerhalb von 30 Metern. Dann, also ich habe es eigentlich jetzt so verstanden, dass wir jetzt hier irgendwo eine Treppe gezaubert hätten, wo wir hochgehen könnten, aber irgendwie sehe ich nicht, dass da was passiert wäre. Naja, wie dem auch sei. Gehen wir einfach mal so hoch. Hier werden wir wieder die ganzen Kämpfe einfach weglaufen. Oder auch nicht weglaufen. Eigentlich wollte ich nur schnell hochgehen, um Dings zu machen. Und den Zauber wollte ich eigentlich dafür sprechen, damit wir ja schnell hochkommen. Aber irgendwie hat es nicht so richtig geklappt, dieser Zauber.
Also da ist nichts passiert. So, und da war es nur noch ein Hobbit. Nochmal ein Kurzschwert. Naja, gut. So, dann auf jeden Fall mal rennen, 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 rennen. Und raus hier. Taverne verlassen. Hoppla, hoppla, das wollte ich jetzt auch nicht. So, wir wollen Sachen verkaufen. Den Stab braucht man nicht. Quatschschwert braucht man nicht. Panzerhandschuhe. Turmschild braucht man nicht. Pfeile haben wir noch. Die Panzer braucht man nicht. Ja, so passt die Sache doch ganz gut. Dann haben wir das erledigt. Dann machen wir einen Aufstieg. Fala, was bekommst du? Trefferpunkte, Angriff und Glück. Sehr schön. Idria, Trefferpunkte und Geschicklichkeit. Was ist mit dir, Tag? Du bekommst Trefferpunkte, kritische Treffer und Intelligenz. Liana, Trefferpunkte und Geschicklichkeit. Scansia kriegt wahrscheinlich wieder mehr. Deaktivieren, identifizieren, Schatten verbergen, Trefferpunkte, ja. Und Orael, Zauberpunkte, Geschicklichkeit, Trefferpunkte. Und wir kriegen neue Zauber. Hoppala. Wir kriegen auch neue Zauber. Zauberbeschaffung von Orael. Kostet jetzt 7000 Gold. Haben aber wirklich viel davon. Wir kriegen die größere Enthüllung. Wir haben ja jetzt im Moment nur die geringere Enthüllung. Wir bekommen die größere. Wieder Zauber, geringere Enthüllung. Der beleuchtete Bereich ist jedoch größer. Wir sehen also besser. Das ist doch gar nicht mal schlecht. Wir kriegen eine Schocksphäre, eine große Kugel intensiver elektrischer Energie, umschließt eine Gruppe Feinde und fügt 10 bis 50 Schadenspunkte zu. Ja, nicht schlecht. Und Zorn von Valhalla bringt ein Mitglied deiner Gruppe dazu, mit der Stärke und Genauigkeit der altischen nordischen Helden während des gesamten Kampfes zu kämpfen. Ja, hört sich echt gut an. So, dann sind wir fertig. Zaubern wir doch gleich nochmal die größere Enthüllung. Und rennen. Nicht in die Häuser rein, sondern hier rüber. Und Zauberpunkte wieder herstellen. So, sehr schön. Ausgang zur Stadt. Und dann schauen wir mal, dass wir jetzt oder wahrscheinlich in der nächsten Folge dann in Dings gehen. Wo bin ich? Hier muss ich runter. In die Stufe 2 der Kanalisation. Das heißt, erstmal wieder Weinschlauch kaufen. Nee, Getränk bestellen, so rum war's. So, jetzt müssten wir ein bisschen mehr Licht haben. Ich glaube, es ist auch tatsächlich heller als vorher. Das ist auch schon mal ziemlich, ziemlich gut. Hier, gehen wir runter. Und hier muss ich nochmal schauen, wo müssen wir denn da hin? Also hier geht's runter. Das heißt, wir mussten hier lang gehen. Wir mussten hier lang gehen. Wir mussten hier. Das heißt, wenn wir da oben lang gehen. Erstmal hier runter. Dann hier hoch. Bis hierher. Genau. Hier lang. Hoppla. Und ich glaube, hier durch war es, richtig? Und da kommen wir dann in
Ebene 2. Entschärfen sind wir jetzt bei 91%. Zumindest hier auf dieser Ebene. Weglaufen. Genau, jetzt kommt gleich wieder Dunkelheit. Alt 1 zu weit. So, Stufen, die nach unten führen, wollen wir runter. Ja, und danach machen wir gleich nochmal die große Enthüllung. Und so sieht's aus. Wir sind... Ja, es sieht ein bisschen anders aus hier, der Boden. Wirkt ein bisschen anders. Wir sind in der Kanalisation Level 2, also weiterhin Kanalisation. Okay, mal sehen, was wir hier finden werden. Ich bin jedenfalls gespannt. Hier wäre der Zauber mit der Treppe jedenfalls relativ gut, wenn wir den bekommen würden, wenn das klappen würde. Aber ja, probieren wir mal aus, wenn es wieder soweit ist. Ja, bis dahin macht's mal gut und tschüss.